einmal ab, den ich mal aus. Hallo, Test. Doch, ihr hört mich? Das Spiel ist ganz schön laut, ne? Läuft das hier irgendwie nicht. Deswegen einmal kurz rausgeswitcht. Und ich glaube. So. Das Foto machen. Flott. Chicken. Flip. Flip. Ich glaube, ich mache das Spiel etwas leiser. Vielleicht zumindest mal so. Moment. Zumindest mal so. 2, 3 dB. So. Ist vielleicht ein bisschen besser. Hallo? So. Autofokus. Gut, das ist erledigt. Speichern. So, ja hallo, nochmal ein Test willkommen, ich muss das nochmal abchecken, ich traue dem ganzen Scheiß Braten immer nicht, weil letztes Mal war ich online und war kacke, irgendwie, weil kein Ton und so. Jetzt muss ich mal gucken, nachdem ich das jetzt umgestellt habe. Morphe laut. Und wenn das später abgeht. Ich hoffe, man hört ihn dann, also den Benny dann noch ordentlich. Ah ja. Das ist schon besser. Ja, ich glaube, das ist ganz gut jetzt. So, dann brauche ich noch den Chat. Ich den sehe, und zwar Ansicht. Docs, dafür hat ja mittlerweile OBS, einfach alles. So. So. Jetzt sehe ich den Chat. Einmal Hallo reingedrückt. So, ich streame. So. Ja, wie gesagt, die Zockermale braucht noch ein bisschen. Und kommt dann online, denke ich mal. Und derzeit können wir uns mal ein bisschen hier beschäftigen. Und zwar gibt es jetzt für Wulzen den ersten Content-Patch für die Beta. Siehst du, das sollte ich vielleicht mal reinschreiben. Das sage ich mal nochmal raus. Beta. Wulzen. Lords of Mayhem. Beta. So. Info aktualisieren. Ah, ist echt geil geworden jetzt. So. Wenn ihr ein paar Ruckler haben werdet oder so. Sorry, jetzt schon mal. Scheinbar stößt mein Rechner bei Wulzen echt an seine Grenzen. Mittlerweile. So. Die verkaufe ich. Okay, da habe ich noch nicht genug für. Gehen zum Ackerland. So richtig gucken wir uns das mal später an, wenn die Zockermade auch da ist. Weil, ja, ist dann besser. Wenn das schafft. Wenn das schafft. Haben wir jetzt reingeguckt? Nö. Dann nicht.
Aber also bisher läuft alles irgendwie, glaube ich, hoffe ich, denke ich. So, ich weiß noch nicht, ob die Ruckler irgendwie mit dem Spiel zu tun haben oder so, ich habe keine Ahnung. Denke aber eher nicht. Sondern dass ich halt, da wollte ich nicht hin. Was ist das denn? Oh! Sieht auf jeden Fall super geil aus, das Spiel. Also wenn die mit Diablo 4 noch länger warten. Bin hier bei Wilson, auf jeden Fall. Okay. Oder nicht? Da komme ich, da darf ich nicht. Erkunde den Eingang zum Svria Höhlennetzwerk. No. Ja, das besondere Content-Pad 1. They have a giant burning one leading them. It will fry you alive. I'm not letting your men die, Sandor. Ja, ich krieg das schon in hier alles. Ja, die haben jetzt Akt 1 reingepatcht. Also man kann jetzt nicht nur das Endgame sozusagen testen, sondern halt wirklich auch. Hat das gerade hart geruckelt? Ich hoffe nicht. Man kann jetzt nämlich auch endlich Story spielen. Es gab ja jetzt die Möglichkeit, die ganze Zeit die Möglichkeit in der Beta. Ich weiß gar nicht, ob ich das streamen darf. Ich habe nichts von der Close Beta gehört. Also kann sich das jeder kaufen und es hat dann automatisch später Zugang. Also als guck mal. Ich habe nichts. Zwar nicht für meine Klasse, aber besser als das, was ich bisher habe, glaube ich. Ja, wie ihr seht, ich spiele einen Fernkämpfer. Ist auch schon ziemlich cool. Also, die haben eine Menge implementiert, unter anderem halt die ganzen Fähigkeitenverbesserungen. Also, wenn ihr S drückt, dann kann man endlich hier alles hochleveln. Bei den Fähigkeiten. Und die Fähigkeiten verbrauchen halt Willenskraft und Wut. Wut baut man auf, Willenskraft lädt man irgendwie auf oder hat es dann oder vielleicht einen Trank oder so. Ja. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Das bisher. Ich glaube, wir daddeln hier jetzt einfach nur mal ein bisschen rum. Naja, Sprunghelm. Das ist eher was für mich, oder? Nee, schwer. Obwohl man eigentlich alles tragen kann, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es da großartig Einschränkungen gibt oder später. Was machen wir denn das hier? Ein Elite-Pack oder was? Ui! Ja, ein paar Fähigkeiten habe ich hier schon, wie man sehen kann. Ich muss jetzt mal die Totenköpfe hier angucken. Ja, Elite-Pack. Ui, ich habe keine Wut. Tränke hat man hier auch. Wenn man da unten links auf Q und E und ich glaube QWERTY oder Querzeit je nachdem. Ups. Ich glaube, ich muss mir die Schadenszahlen noch anzeigen lassen. Einstellungen. Gameplay Deutsch ist klar. Warte mal hier. So, wo ist das? Keine Ahnung. Zeige Schadenszahlen da. Anwenden, akzeptieren. So. Oh. Ein Moment. Ich sehe gerade, die Zockermatte kommt online. A giant burning one. That explains a lot. I must find this beast and stop it. Ui! Ich hoffe, wir können noch zusammenspielen. Ich glaube, man kann zusammenspielen. Ich weiß aber nicht, ob man die Kampagne zusammenspielen kann. Oh, ich hasse die wieder.
müssen uns auch erstmal hier freunden und so. So, hab ich nicht schön, dass ihr kriegt alles. Ein Bandana, also hier Schurke, sowas für mich. Schurke, Schläger, ich hab keine Ahnung. Ein Zimmer. Ich dachte, würde da. Na, egal. Da hinten ist wieder einer. Aber das ist ein Elite-Pack. Er ist halt schon cool. Es sieht halt grafisch mega aus. Vom Talentbaum her orientiert sich das mehr so an. Also, es sieht eine Mischung aus. Path of Exile, würde ich sagen. Oder es orientiert sich mehr an Path of Exile als an Diablo, glaube ich. Von den Fähigkeiten her, etc. Ich zeige euch gleich warum. Und zwar deswegen. Mal sowas hier. Die Pforte der Schicksale und kann hier halt so ein bisschen seine Punkte verteilen. Und das Schöne ist, man kann das hier außen beliebig rumdrehen. Also wenn man jetzt hier den Ring nimmt, ja, oder den inneren Ring, kannst du dann einfach so alles zusammenbasteln. Und ich habe mir jetzt hier, ich habe mir gedacht, grün. Und das ist mehr Zauber, das ist hier, glaube ich, Nahkampf und sowas. Und ja, der hier ist, glaube ich, mehr, ja, da, Waldläufer und sowas, ne? Mehr Jäger, würde ich sagen. So. Sehe ich im Chat eigentlich gar nicht, ob jemand zuguckt oder so? Ja. Schläger-Schurke, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Naja, egal, ich muss auch nicht die ganze Zeit sehen, ob irgendwas so gut oder so. Du. Ach, da ist jetzt der Wutkampf. Der hat aber eine Weile gedauert, bis er aufgetaucht ist, oder? Ich finde halt dieses Shuriken, dieses Riesenschuriken. Finde ich so geil. Werde ich auf jeden Fall. 3 bis 6, 3 bis 10. Ja, scheißegal. Ich will Pistole. Pistolenschuss. Hier gibt es nämlich auch Pistolen. Das finde ich mega cool, weil stehe ich voll drauf. So, Fernkampf und so Pistolen und sowas. Hammer. Deswegen, ich freue mich tierisch auf Torchlight Frontiers. Ich sag mal, jetzt weniger Schaden erstmal, aber das ändert sich hoffentlich. Sobald ich dann hält er das wie so eine Knarre, also hier wie so Gangster-Style oder so. Oh, den Vorschlag kann man. Hol den Vorschlag! Gut, man kennt ja aus Diablo oder diversen anderen Spielen, die Fähigkeiten ändern sich halt nicht so großartig, außer die Primärfähigkeit, die ändert sich dann. Wird sich auch ändern, wenn ich dann eine zweite Waffe dazu kriege. Schwer. Ja, ich kann ja alles tragen an sich, ne? Also es gibt ja hier. Benötigt einfach nur Stufe 2. Gesundheit und. Ja gut, ich habe mehr Gesundheit, aber. Hm. Ich bin gespannt auf diesen brennenden Riesen. Ist nicht. Kommt der nicht. Nicht nur diese Skier, diese. Er hat gesessen. Und Hyperwürfel, Akrischer Speer, das ist mehr sowas.
führen, Magier. Also man kann generell, kannst du irgendwie alles lernen hier. Musst du gar nicht verkaufen oder weggeben oder sowas. Oh, eine blaue Kiste. Da ist bestimmt irgendwas Schönes drin. Oh ja, schau mal, Claymore. So, eine zweite Pistole wäre geil gewesen. Tunika. Armplatten. Hier in der Lamellen für den Schläger. Schurken. Läuft doch hier. Großschwert. Gut, ich werde mal ganz kurz in die Stadt zurück. Das funktioniert wie in jedem anderen Spiel auch mit T. Oh, kurz mal verkaufen. Vielleicht hat der eine zweite. Ja, er hat eine zweite Pistole. Nein, zurück. Hier habe ich nur Gold gekriegt. Du hast so Waffe, zweite Pistole rein. Ja, läuft. Seht ihr? Hier hat sich gleich das Symbol geändert. Ja, und hier für das Schuriken? Ja, ne? Neues Level für Schuriken, neues Level für den Stich. Ach, hier kann man sogar dann normale Wachen, die anderen Sachen auch noch kaufen, meine ich. So, Blutkosten. Also der Schaden geht dann hoch, glaube ich. Beziehungsweise ich kann jetzt Warpalkling, erhöhter Schaden, reduziert die Zeit für eine Aufladung. Hm. Ja, nehmen wir doch die Zeitreduktion. So, hier können wir auch hoch, reduziert die Wutkosten, erhöhten Schaden. Reduzieren wir mal die Wutkosten. Oh, schon mal cool. Jetzt haben wir zwei Pistolen. Sauber. Läuft. Also nicht wundern, wenn wir gleich den Stream irgendwie, also sobald Zocker mal da ist. Level. Übrigens das neue Marvel-Geld, das kommen wird. Bereite dich da schon mal drauf vor, dann geht's hier los. Jo, ich habe auch keine Ahnung, was ich jetzt tun muss. Ich denke mal, Wirklichkeit ist ganz gut für mich. Maximale Gesundheit, Widerstand. Bonusschaden durch Wildheit. Gut, dann gehen wir mal auf Zähigkeit, Beweglichkeit. Ein bisschen davon auch nochmal und dann gehen wir nochmal auf Beweglichkeit. So. Dann, also so ganz mit den Sachen hier habe ich mich noch nicht beschäftigt, so wirklich. Angriffsschaden, oh, mehr Angriffsschaden, so gut. Und ich gehe einfach mal hier gleich hoch in den Waldläufer mit dem Projektilschaden. Hört sich hier an, als ob ich da hin müsste. Angriffe, Zauber, die Projektile starten, wir haben jetzt ein zusätzliches Projektil. Schön. So, komm, aber so alle. Gut. Alles klar. Hört sich auf jeden Fall gut an. Also zumindest für meine Richtung, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, es läuft ganz gut. So, neue Pistole, 2-6, 2-6, alle 2-6 hier. Ja, die lassen hier Kacke, Mann. Die nicht so, das ist auch nicht so, das ist auch nicht so, aber das hier. 5 ist auf jeden Fall besser und 4, 1, 4, 1, 4, 2. Ja, aber es ist blau, von daher so. Okay.
Echt jetzt? Wie Amazon-Werbung. Ja, Hühnerschrecker. Hörst du mich? Also, wie ist das Spielsound und sowas halt? Sauber. Sehr cool. Bin ich sehr, sehr zufrieden. Schon mal. Wo bleibst du? Sehr schön. Läuft auch gut, also also wegen der Quali läuft Full HD und so. Alles klar. Schönen Gruß. Hallo Dirk. Dolch. Also so ein Schurke wäre auch nicht schlecht, ne? Sauber. Freut mich doch, dann streamen wir doch mal wieder öfter hier, oder? Die Leute auch wieder auf einen aufmerksam werden. Hallo! Alles klar. So, Zocker mal kommt auch gleich. Schön. Ja, immer zufrieden. Vor allem sagt er hier Amazon-Werbung oder so eine Scheiße. Was ist denn da los? Kann nicht sein. Kann ja theoretisch. Nochmal. Ich muss nochmal kurz raus skippen. Und zwar kann ich mir noch irgendwas hier anzeigen lassen? Docs. Streaming. Twitch. Statistik. Ah, hier, guck mal. Das ist doch schön. So. Genau das habe ich gesucht. So, dann bin ich wieder. Mauerbrecher heißen die, meine Fresse. Sieht so aus, ey. Wir haben die für Nahkämpfer eine ziemlich große Reichweite. Kleiner Wuttrank, Halsberge und noch eine Pistole. Eine Pistole nimmt mehr Schaden, wenn ich schlecht. Irgendwie. Gucken, ich denke mal, ich werde den Stream-Zusammenschnitt auch bei YouTube nochmal hochladen. Na, das hört sich doch hier eher nach mehr an. Ob das hört? Geh mal hier hinten, ich glaube. Ah, von hinten komme ich, glaube ich, ne? Irgendwie noch nicht. Ich denke mal, so einmal die Woche kriegen wir einen Stream hin, oder?
Muss ja auch Lust haben, ne? Schön da zusammenstehen. Schläger ist für mich irgendwie so, weiß nicht, nackt. Prost. Viel trinken. Das war. Oh, eine Pistole. Ja, 2-6 hier. Ab und zu kriegt man hier so einen kleinen Windhauch mal mit. Macht auf jeden Fall Spaß und ich bin echt gespannt, was so aktuell bringt. Vor allen Dingen später dann halt auch nochmal, ich glaube, das haben sie noch drin gelassen, später dann auf jeden Fall nochmal die sogenannten Rifts. Also mir fällt gerade nicht ein, wie die hier heißen, aber sowas gibt's auch. Oh, ich habe keinen Platz mehr, ich muss zurück in die Stadt. Gut, zurück. Ein bisschen Platz schaffen. Kann er hier nicht mal eine goldene Pistole haben? Das wäre irgendwie cool. So, oh, hier, guck mal, Schurke. Schurke, was sammle ich denn jetzt eigentlich? Ich habe Schläger, Schurke. Ich denke mal Schurke. Ich würde mal davon ausgehen, ich sammle Schurke. Kommt ja auch vieles. Oh, hier, schau mal. Das wird gekauft. Das auch. Oh, ich will das haben. Hm. Halt nicht. Mal ein bisschen was verkauft. So, weiter geht's. Ich bin echt gespannt, was mich hier so erwartet. Vor allem hier wird's. Oh, das sieht nach Untoten aus hier. Ich frage mich nicht warum, aber. Sieht genau aus. Milizenstab, Claimer. Ich krieg aber auch nichts hier für mich, ne? Ist wirklich. Itemmäßig. Gibt es eigentlich schon irgendwelche. Ach, keine Ahnung. Irgendwelche Seiten mit Guides oder sowas, oder wie man denn jetzt. Ich glaube, bei der offiziellen Wilson-WG, bei YouTube. Da kann man nicht so. Ja, auch so ab, so, auch so ab. Hau ab da! Nicht, dass es irgendwie eng gewesen wäre, aber hey. Besser ist. Oh, ich stehe immer noch in der Wolke. Hey, hey, hey. Nicht genug Ausdauer. Oh, mal eine Rolle, wenn ich die Rolle. Ja, ich weiß, ich stehe drin. So. Immer gucken, was ich hier gekriegt habe. Schläger, Eisenkappe, Schläger. Ich habe keine Ahnung, ob ich Schurke oder Schläger bin. Nee, Schurke. Schurke. Ich bin Schurke. Das ist Schläger hier, also muss ich Schurke. Ich gehe auf Schurke. Ich versuche mir meine Klamotten als Schurke zu suchen. Ich hab das Gefühl, irgendwie dieses Stich des Krea-Dings hier ist nicht gut. Irgendwie. Ich habe auch keine Ahnung, hab ich hier eine große Map? Nee. Was ich übrigens cool finde, was ich gleich mal zeigen möchte, wenn ich eine ruhige Minute habe hier. Da. Wenn man auf die Wegpunkte. Ich hier schon wieder Monster.
Noch ein Level up. So, nee, da wollte ich nicht hin. Da wollte ich hin. So. Ich denke mal, das sind so die Sachen, die ich hochskillen muss. Also würde ich jetzt mal behaupten. Aber man kann ja auch jederzeit irgendwie zurückskillen. So, Projektilschaden. Bewegungsgeschwindigkeit plus 5%. Plus 5% auf den Gesamtwert der Angriffsgeschwindigkeit. Gehen wir hier hin. Ich will jetzt so schnell wie möglich erstmal die Lehren des Archions machen. Dann den Rest hier des Trees. Wächter, Wächter, Wächter. Man kann auch hier irgendwie hochgehen und sowas. So ein Mischmasch machen, glaube ich. Naja, was ich sagen wollte, wenn man hier drauf geht, auf die Map, dann sieht man so eine Geschichte zu jedem Wegpunkt. Das ist ziemlich cool, wenn man dann so mehr über die Hintergrundgeschichte erfährt. War schon geil. Also cool gemacht auf jeden Fall, Liebe zum Detail, würde ich sagen. Kommt die denn alle her? Hose, Hyperwürfel, Zauberhose, Hyperwürfel, was ist das hier? Träne von YouTube beschirmt einen Kometen, welcher schnell zu Boden fällt. Oh, nicht schlecht. Ist denn hier gelandet? Oh, schau mal, einer guckt. Ich glaube, das ist besser hier mit dem Rechtsklick, das ist besser für den Nahkampf als jetzt so. Wo kommen die denn schon wieder alle her? Eieieiei! Oh, ich hab keine Ausdauer mehr, so eine Scheiße. Das ist echt sportlich hier gerade. Obwohl, ich meine, es geht von dem Punkt her geht's ja, was ich so habe, aber was war denn das? Aber ich hab ein bisschen Muffe, dass die hier. Guck. Ich habe keine Ausdauer. Ihr seht es ja selbst, man wird viel Schaden. Na komm schon! Dann krieg ich ja andauernd irgendwelche Superwürfel für den Magier, aber nicht für mich oder was? Eieiei! Ich hab gegessen. So, ein Lasurstein. Das ist ein Edelstein. Plus 5% auf den Gesamt der Zauberwirkungsgeschwindigkeit auf den Weisheit. Also eher hier magiermäßig, oder? Schulterschutz, Tunika, eins nach dem anderen. Zauberer, Zauberer. Katalysatorband. Zubehörteil. Geil, Zubehörteil. Okay. Winterliche Umklammerung. Achso. Noch ein Lasurstein. Jetzt habe ich zwei. Schade, dass die sich nicht stapeln. Donnerschlag mit einem Zauberstab. Nutzbar. 1924. Besser als meine. Ein Moment. Ich glaube hier. Hi, hörst du mich? Gut, ich höre dich nicht. Warte mal.
müsste hier drauf laufen. Jetzt höre ich dich. Hörst du mich? Ja, ich höre dich, aber hast du dein Mikro dran? So. Ja, ich habe mein Mikro dran. Wieso? Was ist das? Sitzt du ziemlich weit weg davon? Nein. Hast du das dran, ja? Ja. Als ob du über deine Cam sprichst. Aufnahme. Ja, warte. Ich muss auf jeden Fall das Spiel mal leider machen. Jetzt krisselst du nur noch. Du krisselst. Ja, danke. Krissel. User left your channel. Das ist schon wieder voll, wenn ich warte. Alles klar. Verkaufen, also die brauche ich glaube ich nicht. Von daher sind die gleich weg. Den Rest nochmal wegbringen. Also hier flop, flop, flop. Und kann direkt aufleveln. Das heißt, jetzt habe ich, wie lange habe ich jetzt? 25. Aufgelevelt. 26. Ein Punkt! Ein popliger Punkt. Gut, aber das hier finde ich irgendwie cool. Von daher 26, immer 26. Verstehe ich. Achso, ach ja, es geht ja dann um die Punkte, genau. Darum geht's ja. Hier schauen wir. Kann ich mir anzeigen lassen? Oh. Das ist gut. Frag mich, warum meine Steve-Freunde das ändert. Ne? Blam! Läuft. Ein Langbogen. Und natürlich wahrscheinlich mehr Schaden, 2 bis 9. Weiß nicht, ob ich dann. Ich hab einen, nehmen wir einen Bogen wieder. Das dann, obwohl, glaube ich, mein erster Bogen besser war. Naja. Ist zwar schon cool, aber weiß nicht. Keine Ahnung. Macht halt mehr Schaden. Glaube ich. Oh ja. Viel mehr Schaden. Alter, wo kommen die denn alle her? Kann man sich die Items eigentlich hier endlich mal dauerhaft anzeigen lassen? Scheinbar nicht. Also, hier kann ich noch auswählen. Europa. Nö, ne, Europa. EU. Ist hier EU. Irland, Frankfurt. Frankfurt. EU, Frankfurt. Läuft doch auch. Akzeptieren. Zurück zum Spiel. Gefechtsbogen. Oh, 5 bis 11. Siehst du mal hier. Vor allem sieht der nice aus. Ich weiß nicht, aber ich glaube Gewehr. Oh. Oh, not again. It's getting closer to the city. What the hell is going on? Geister! Das gab's auch schon im Intro.
und Hose ist jetzt nichts für mich. Und blauer Gefechtsbogen, was ist denn hier los? 6 bis 12. Kann ich gleich wieder in die Stadt gehen. Trotzdem nur 2 bis 6. Hi! Ist besser? Red mal ein bisschen länger. Ja, hallo, ist besser soweit? Ja. Ist gut, ja, lass mich hören, ja, jo. Mhm. Laut hinaus. Hört sich besser an, aber du, red mal einfach. Ja, okay. Dann müssen wir mal was wegmachen hier. Sehen Sie das? So, ich bin jetzt im Cloud-Modus, ist richtig, ja. Hä? Bist du im Spiel? Ich bin jetzt im Spiel. Ich habe meinen Charakter erstellt und. So. Wie heißt du? Mach mal deine Freundesliste auf. Warte mal, wo mein das? Unten rechts. Da sind so mehrere Köpfe. Kann ich nicht anklicken. Wie bitte? Kann ich nicht anklicken. Ah, warte, jetzt mach da verbinden. Warte, Steam, Automatisierung, Ladegrunde. Blabla. Jetzt ist es da, alles klar. Ja, da bist du. Du hörst dich scheiße alles an. Klar. Ich höre mich scheiße an? Ja. Wieso das denn? Was ist hier los? Ich habe jetzt schon das USB-Mikro drin. Du hörst dich so abkackt dann irgendwie, also. Weiß nicht. Achso, warte, das kann natürlich da liegen. Warte. Also nicht abgehackt im Sinne von, dass deine Kontrolle, dass dein Aktivierungsding zu okay. hoch ist, sondern, als ob deine Internetverbindung scheiße ist, so. Okay. Vielleicht höre ich aus, nur warte mal, rede mal ein bisschen, ich höre mir erstmal einen Stream an. Ja, ich mach da mal kurz den Stream aus. Nee, warte, rede einfach mal weiter. Ja, hallo, Tüdelü. Ich bin's, Benny. Zocker mal. Ich spreche doch die ganze Zeit schon. Nee, warte, rede einfach mal weiter. Hallo. Ist ja mit Steam nicht in Ordnung? Keine Ahnung. Warte. Sprache. Nee, hört sich gut an. Ist okay. Anwenden, so ist gut. Hallo, ja, ist okay. Ist okay? Im Stream hört sich's anders an. Okay. So. Oh, hört sich gut an. Ist okay. So, okay, wie heißt du? Okay. Mama's Johnny, aber du bist in meiner Friendliste. Ich sehe dich. Klick Punkt 7003. Ich bin oben, heiße ich Zockermade Punkt 9174. Das wollte ich wissen. Zockermade.9174? 74, jawohl. Wo denn? Ich sehe dich nicht. Der sagt mir auch, du befindest dich in meiner Liste, aber ich kann dich nicht sehen hier. So, ich gehe mal zum Hauptmenü. Ja. Vielleicht liegt es ja daran, dass ich im Spiel bin oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Zockermade. Jetzt kriegst du. Mal gut, dass nicht 100.000 Leute diesen Stream gucken. Ja. Sonst wird sie jetzt 100 Millionen Anfragen kriegen. Naja, egal. Da bin ich nicht so hoch. Man hört dich auf jeden Fall im Stream, da bin ich schon sehr glücklich. Ja, jetzt sehe ich dich. Und ich kann dich auch in eine Gruppe einladen. Jawohl. Ah, ich wechsle den Charakter, dann fahre ich hier schön Level 1 machen können, ne? Ja. Klicken wir really nice. Really nice. Ich glaube, ich muss das Spiel noch mal ein bisschen leiser stellen. Ich weiß auch nicht, was da gerade groß war mit meinem Kopfhörer angezogen. Warte mal, ich muss mal Wilson ein bisschen leiser stellen. Auf dem Lautstärke-Mixer. So. Da wollte ich. So, Wilson ein bisschen. So. TS ein bisschen höher. Oder einfach nur TS höher und dann kann ich Wilson so lassen, wie es ist. So. Also. Gut. Aber du hörst mich stabil, ja? Also es ist nicht irgendwie. Ja, nee, alles gut. Alles gut, okay. Gut, dann machen wir es Johnny. Da muss ich da was drücken, jetzt kannst du ja nur starten. Ja, genau.
Ich starte dann eine Spieleinstellung. Wir spielen dann Geschichte, ne? Jawohl. Einfach von vornherein. Jetzt kommen ein paar schöne Sequenzen. What the fuck, Alter? Wir haben 5 Zuschauer. Ja, ein Hühnchen. Ja, herzlich willkommen. Ich bin gerade etwas unterwältigt. Überwältigt. Einen Moment, ich muss noch einmal kurz. Warte mal, wo habe ich denn. So, jetzt müsste ich im Stream auch wieder zu hören sein, jo. Alles klar, streamst du auch eigentlich? Nö. Nö, okay. Ja, hätten wir einstellen müssen und alles. Achso, alles klar. Jetzt sind wir auch prompt auf einen Zuschauer gefallen wieder. Ein anderes Mal. Alles klar. Gut. Ja, ich habe jetzt soweit hier alles so eingestellt. Ich muss nur noch einstöpseln, weißt du, und dann läuft alles. Das ist ziemlich cool. Gut, dann starte ich mal das Spiel und starte gleich mit einer Sequenz. Beziehungsweise 100 Jahre Ladezeit, glaube ich. Erstmal, ich weiß nicht, wie es jetzt gerade ist, aber ja, weiß nicht. Also ich habe keine Ahnung, ob das an der Beta liegt oder ob es an meinem Rechner liegt. Das sind die Ladezeiten von Jenseits von Gut und Böse, zumindest am Anfang. Also wenn du drin bist im Spiel, dann läuft alles super, alles cool, aber naja. Oh, Alter, ich habe einen Brand. Vor allen Dingen, wie Tonno auch online ist. Ja. Tonno ist immer online. 1000 Jahre nicht mehr, aber Shiny guckt. Tonno ist immer neu. Ich guck zwischendurch immer ab und zu mal rein. Ich war ja das letzte Mal mit Civilization bei ihm mit dabei. Ja. Und hat Spaß gemacht. Ja. Cool, ja. Hat sehr viel Spaß gemacht. Er und ich haben gewonnen. Ah ja, stimmt. Da war ja was, ne? Ja, wie gesagt. Dauert eine halbe Ewigkeit. Ja, aber jetzt kommt noch ein Ladescreen. Ah. Theoretisch. War der Vorladescreen. Genau, also jetzt wird geladen und dann kommt nochmal. Ja, genau, jetzt wird richtig geladen. Ich kann mich noch dran erinnern, als wir so die ersten Streams, ersten Aufnahmen gemacht haben, ne, so Handy lautlos, Licht aus, keiner darf stören und so, ne? Ja, genau. Und jetzt, Alter, hänge ich hier und tipp auf dem Handy rum, schreib Nachrichten nebenbei. Ja. Ja, genau. Die Ladezeit. Der Hammer. Lädt es bei dir auch noch? Ja, klar, wahrscheinlich, weil ich der Host bin, ne? Dann. Ja. Ja. Hättest du auch aufmachen können? Ich war zu voreilig. Mach mir das warm. Dein Stream, dein Gameplay. Ich habe Nahkampf genommen jetzt. Ja, cool. Für uns jetzt hier. Ich bin Mage. Ist nichts Neues. Warte, wenn die Feuerbild rein. Ich finde gerade den Anfang, also diese Anfangsgeschichte, super geil. Ich habe jetzt ja schon die ganze Zeit gedattelt und Hammer. Aber ich bin sowieso sehr schnell begeistert und dann schnell gelangweilt. Von daher würde ich da nicht so viel drauf bauen. Aber es sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Wenn es denn mal starten würde. Nebenbei kannst du essen, ne? Oder selber noch so ein Spanferkel vorbereiten. Hä? Ich warte auf dich. Naja, bei mir lädt's. Muss ich schon mal spielen oder ist nur ein Video jetzt? Es ist ein Video erstmal. Wenn es am Laufen ist. Ja, ja, ist schon cool. Okay, ich brauche einen neuen Rechner. Schneid dir ein paar Titten rum und mach einen Spendenstream. Wie bitte? Schneid dir ein paar Titten rum und mach einen Spendenstream. Ja. Mamas Johnny. Jetzt geht's los. Großinquisitor Hamlock hat dich und deine Freunde aus Kindertagen, Valeria und Edric gerettet. Zu diesem Zeitpunkt wart ihr 5 Jahre alt. Er hat euch 3 in seine republikanische Armee der Gereinigten eingezogen.
Dir wurde beigebracht, dass alle Praktizierenden des Okkultismus mit Hexerei in Verbindung zu bringen sind und somit gejagt werden müssen. Im Laufe der Jahre hat dein Tribunal... Pennst du gerade ein oder was? Wolfson Studio, Gegenwart. Operation Morgenröte. Sieht schon fett aus mit der Armee, ne? Ja. Will ich mich ein bisschen einkacken, wenn die kommen. Aber sowas von, ey. Stil her, ein bisschen vom Warhammer. Stell mal deinen Spielsound leiser. Du schreist mich an wie was weiß ich was, Alter. Ich bin immer nur ans Mikro näher rangegangen gerade. To get through to engage the Brotherhood of Dawn before daybreak. We won't make it in time if we're pinned down. Take my children, silence the archers. The rest will march on. Grand Inquisitor, purity and sacrifice. Siege Lander, now! Do! Wie los, ja? Da sind wir, ja. Told you Hemlock would send us. Yeah, I'm not betting with you again. Focus! Focus! Naja, es sind, ich sehe genauso aus. Das ist jetzt nur hier fürs, für das Tutorial sozusagen. Später hast du dann deinen eigentlichen Charakter mit Zauber und sowas. Die Leiter muss hoch. Gut. Hier kommt dann das Tutorial, so nach und nach Steuerung und sowas. Weggenascht. Oh, weggenascht hier. Get them down! Get them all down! Voll geplatzt, ey. Wir haben eine Nachricht. A bomber. Who will burn Republican trash? Das ist Rudy. Jetzt geht's erstmal so richtig ab, Alter. Malus is stuck on an upper ledge, but we have to move forward. We'll lose a lot of men if the cliff collapses. Right now I'm more worried about these bloody souls being puked out of the earth. Right, let's keep it together. We move as one and do what we do best. Hanukkah, guys, sir? Wait. Sulfur. The demon. We can't handle it. We need to get back to the purifiers now. I don't know. Achso, hier diese grünen Punkte hier oben, ne? Das ist deine Ausdauer, so oft kannst du rollen. Ja, okay. The air is freezing. Soul Magic. Soul Magic.
What the hell happened here? Was ist denn hier? A scout. Hey, soldier, you all right? Where's the rest of your squad? Soldier? Who's alone? He's in shock. Leave him be. Shut up. Who's alone? Shut up! We don't have time for this. Let's move! Hammer, ne? You're gonna owe me big time. I praise your resilience, mortal. You will make a fine host. Val, it's now or never. Now, come to me. Come to me and be reborn in service of the sleeper. Purifiers only serve mankind, dear. Sieht nur so ein bisschen wie Walter hier aus, ne? I command. Purity and sacrifice. Ah, der sieht schon ein bisschen cooler aus als Malta hier. Whatever, na guck. Aber den können wir gar nicht platt machen, wa? Nee. Und du schreist. Stell das Spiel leiser. Geht ja grad nicht. Ja, Beta, ne? Ja, immer einen geilen Anfang, Alter. Ja, aber ganz nice. Ne? I'm not quite dead yet. Different. How is it that I can use witchcraft now? None of this makes sense. Look. So, warte mal, ich mach mal kurz leiser hier, ja? Ja, ist ja cool. Und was schon, okay. So, sag mal was. Ja, hallo? Ja, okay. Svria, they must have pulled me out of the water. But what of Val? Did she drown? Valeria! Val! Na gut. Na, läuft bei dir, wa? Alles keine Gegner. Ich hab ne Stoffrüstung. Brauchst du die? Oh Gott, ich bin. Ah, kriegen wir die gleichen Items? Ich weiß es nicht. Also ich hab. Ja. Haben wir anscheinend, ja. Und eine Tunika. Wir haben eine Stoffrüstung, Stulpen und sowas. Mal alles aus, ne? Wie bitte? Sieht schon mal nass aus, sag ich. Ja. Sternkrieger. Wuhu! Wuhu!
eine Axt, Junge. Brauchst du eine Axt? Nee. Und? Obwohl doch. Kannst du droppen? Ah, da ist was gedroppt. Kann ich nicht aufheben. Nee, hier. Nee. Nee. Mal handeln, mach. Keine Ahnung. Aber kann ich hier auch wieder abmachen, dass das die ganze Zeit eingeblendet wird? Oder? Nein. Hast du geguckt? Ja. Das nervt mich nämlich auch. Das ist das Erste, was ich denen schreiben würde. Ich habe gerade Tonaussetzer gehabt vom Spiel. Okay. Aber handeln kann man nicht, ne? Sonst muss ich hier keine Funktion dazu. Spiel zum Online-Modus, so. Gruppenführer. Ich kann mich sogar zu dir hin teleportieren. Aber sonst war es das auch schon. Naja. I don't know. Ich auch nicht. Oh. Ready? Always ready. Der Graka gefällt mir schon mal. Ja, mir auch. What was that? He's possessed by a demon. Yes. Let's hope you're wrong. Otherwise. Talking to yourself again. Speak of the devil. Darling, I need a moment. Talk to you later. Nur leicht in einer Waffe. Val, snap out of it. It's me, damn it. Hush it. Did you knock your head? Who do you expect me to be exactly? Oh, I don't know. Some bloody demon. What? No. Look, I've no idea what's going on. I was having my ass kicked when something awakened from within to save me. I need help, all right. But I'm not some demon, goddammit. Come on, Val. Oh, really? Prove it. You're a tool. That does not seem like something a demon would say. All right. Point taken. Die richtigen Worte hier drin. Ja. Frankly, I don't know. We should regroup with Operation Dawnbane, shouldn't we? In your state? Flinging magic and turning into a monstrosity. No, 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 no. They'll burn you alive. Hemlock wouldn't. Perhaps. But Maelys sure as hell will, and with a smile on her face. Oh, look, let's get out of here first, then we'll figure something out. War ja auch der Hintergrund hier. Mhm. Haben sie ja schon, ne? Schnee macht. Geht das hoch, wenn ich benutze? Ja. Zauber wären besser, wenn man so ist. Wie bitte? Die Zauber wären besser, wenn man sie benutzt. Wo steht das? Ich hab nachgeguckt. Auf S, drück mal auf S, dann siehst du Erfahrung oben. Level 1 jetzt mein Feuerball zum Beispiel. Ach so, das meinst du, ja. Die kannst du aber auch noch schneller leveln. Ja, mit den Büchern auch. Ja. A winged sphere. They do come in every shape, don't they? No matter, they die all the same. Damn right. Ui. Oh, da ist ein Lappen. Er fällt da um. Oh, mit drauf. NP. Armbinde. Ich hab eine Wildkraft hier. Jo, Schläger. Tote, Junge, Tote. This place reeks of death. These people are getting torn apart. I don't get it. Svea aren't normally this bold, not without good reason. That soul demon first, now this. There's something wrong around here. Something very wrong. A demon in the open can only mean that something major's about to happen.
But what? Mit dem Schläger. Suche gerade durch die. Alles klar. Meine Ausrüstung mal angeguckt ein bisschen. Mhm. Handgelenksschutz, Steger. Ja, nehmen wir hier rüber. Das Geld gibt's gerade im Sale, ne? Den Hard Edition. Hab ich schon. Ja? Klar. Boah, ja. Schief rein, ich hab nur keine Zeit, das zu zocken. Ich spiele einfach noch mehr Zeit frisst als alles andere, ey. Das ist bald das Geld. Das ist so ausufernd. Viele schöne Sachen im Steam-Serie gerade. Ja. Achso, ein Wachen. Ah! Let us in! We beg you! Mercy! Murderers! Back away! Back away! I know that face. All right, let's hear it. You need answers, and I don't think Malus will get you anything more than a rope around your neck. So, here's my plan. You wait for me in Stormfall. Easy enough, yes? Meanwhile, I meet up with our forces and I try to talk to Edric about the situation, to see how we can convince our people that you're not a bloody demon. Agreed. I would rather appreciate not being executed. Where do we meet? On the way here, I heard talk of an inn in Stormfall. The Laughing Seagull. I'll meet you there. Keep a low profile till then. For the 100th time, this city is already filled to capacity with refugees. Ich finde diesen Akzent geil, den er spricht, so irgendwie jamaikanisch oder so, ist keine Ahnung. Only conscripts are allowed through. Order of the merchant prince Damascus himself. So you want fighters? I will fight. Oder Araber. Araber dann. You are serious, my friend. Well, all right then. Go through to the farmlands on the other side of the city. Anyone else want to fight for Stormfall? No. That's what I thought. Level up! So, ich denke mal, ich werde. Okay. Wildheit und Zähigkeit machen bei mir. Macht ja, denke ich mal, irgendwie am meisten Sinn. Für einen Krieger oder so. Dann, was gibt's hier? Soldat. Kriegstreiber. Was ist das? Prätorianer. Geil. Achso, Prätorianer ist mit Schild. Mm. Oh, ist natürlich cool. Ja, ich geh mal hier auf Prätorianer. Schön mit dem Schild. Tag, Schäfer. P noch, ne? Genau. So, hab ich auch geguckt beim ersten Mal. Aha, scheiße, Schmier, pass auf Wechsel. Kann das nicht mal einfach sein? Ja, genau, das gleiche habe ich auch gedacht. Können sie das nicht simpel halten? Aber an sich ist es ziemlich simpel. Wenn du dir nämlich die ganzen großen Notes anguckst, ne? Dann ist dort beschrieben, was das ist. Und für Magier ist mehr so halt dieses lilane Zeug. Ja, okay, sehe ich. Achso, und was du dir irgendwie mal. Hast du schon verteilt? Ja. Drück mal M. Das ist die Karte für Akt 1. Jawohl. Und jetzt geh mal mit der Maus über einen der Punkte, die gerade schon offen sind, also die wir schon kennen. Hochland. Zum Beispiel. Zu jedem dieser Punkte auf dieser Karte, das habe ich bei dem Wilson.de auf YouTube gesehen, ne?
gibt es eine Geschichte. So dass du halt noch mehr in diese Welt reingezogen wirst, weißt du? Ja. Finde ich ziemlich cool gemacht. Also von der Idee her habe ich das. Finde ich cool einfach. Gut, wollen wir rein, ja? Jo. Brauch ein Schild. Ich geh auf Prätorianer, Alter. Ja, aber. Boah. Heiße Sequenz wieder, ja? Hammer. Finde ich cool, was sie so von der Alpha bis jetzt so schon alles geschafft haben, ne? Wirklich eine Menge und schön, es ist wunderschön, dieses Spiel. Lass uns mal ausrüsten, ja. Wenn wir genug Kohle haben, können wir ein bisschen einkaufen gehen. Ne? Von ihm kriegen wir erstmal ein schönes Item hier. Schön, oh, Langschwert, Alter. Boah. Und er ist auf jeden Fall ein Verkäufer. Boah, da wird schon leuchtet bei dir, ja? Das Schwert, du kriegst auch, wenn du den Stab ausgewählt hast, das ist so ein besonderer Stab irgendwie. Voll cool. War es nicht genug Gold? Ich kann mir kein scheiß Holzschild kaufen, Alter. Muss auch verkaufen. Wo mach ich das? Einfach Rechtsklick. Ja? Also, du musst mit dem Merchant sprechen und dann Rechtsklick. Also, Mojabi. Oh, Alter. Warte mal kurz kurz. Mein Typ wird verlangt. Ja, alles klar. Und derzeit weiter, so. Ja, das ist. So, Flügel des Ischmir. Ein großer Speer. Hyperwürfe, Phantomklingen, das hier. Die Flügel des Ischmir. Mal lernen, das sieht nach mir aus, so. Boom, Alter, jawoll. Achso, das wurde für dich auch schon aktiviert, ja? Im Inventar liegt das bei dir. Kannst du mir gerade aussuchen. Genau. Für dich ist, also ich glaube, links ist Nahkampf, rechts ist Fernkampf und deiner ist in der Mitte. Muss mal gucken. Angriff. Ach, nur mit so. Ah, alles klar. Genau. Ah. Genau. So, dann nehme ich mal. Was mach ich damit jetzt? Rechtsklick. Also in deinem Inventar dann Rechtsklick darauf und dann lernst du die Fähigkeit. Genau, jetzt hast du eine weitere Fähigkeit. Und wenn du S drückst, dann siehst du das auch dort. Okay. Du kannst auch, wenn du S gedrückt hast, also siehst du auch im Stream gerade, hier oben kannst du auswählen zwischen Nahkampf, Fernkampf, Magie und Dolch. Dann kannst du dir die Suche so anzeigen lassen. Du kannst nämlich alle Fähigkeiten lernen. Ach so. Ah ja, stimmt, stimmt. Das war das, ja. Genau. Ach, stimmt, und rechts war ja alles klar. Nova. Gut. Hier hinten, das hier, diese Demetra, das ist die Händlerin für diese Hyperwürfel. Und bei ihr kannst du Hyperwürfel verkaufen und dann dein Level bei den Fähigkeiten steigern. Ja. Kannst dann kaufen, weißt du? Durch diese Punkte da, ja. Genau. Habe ich jetzt genug Gold? Nee. Habe ich genug Gold? 20? Nee. Schade. Ich weiß nicht, was ich kaufe, glaube ich. Zum Judenpreis zurückgenommen. Ich hab lang. So. Jo. Also, wir haben jetzt. Wir müssen das Ackerland betreten. Weil wir haben uns ja freiwillig für den Dienst gemeldet. Ja, genau. Also müssen wir auch Dienst leisten hier. Da machen wir. Mathe. So stop sobbing and get ready for hacking. Make every blow count. But we're not even trained. How are we supposed to kill them? You use the sharp edge. Civilians.
Na, Zivilisten. Another new conscript, huh? You look different from the others. Oh, I know. You're not wetting your pants. How come? I've been on battlefields before. A soldier, huh? My lucky day. I need someone for a mission. Think you got what it takes? I'm listening. The Sfrir have penetrated two of the three defenses we built to stop them. Our last working radiant turret on this side of Stormfall is in Sandor's barricade, north from here. Get to him and tell him that reinforcements will come. But his orders are to hold his ground at any cost. If his line breaks, the farmlands will be lost. The storm be with you. Don't look back. Hey, Ben. You believe in those rumors? Okay. Ben's walking. Du hast dich angesprochen gefühlt, als er Hey Ben gesagt hat, oder? Ja. Diese Lappen hier oder was? Alles Lappen. Oh, da ist eine Kiste, Junge. Nee, was? Oh, hier ist auch was. Ich glaube schon, was? Wo ist eine Kiste? Nee, sah aus wie eine Kiste, war so. Oh, kacke. Achte auf deine Wortwahl in meinem Stream, mein Freund. Ja. So, ja, Wegpunkte gibt's auch überall, ne? Kennt man ja von den, von allen Spielen. Please don't tell me you are the reinforcements. Maybe. I have a message for Sandor. He is inside, organizing the... Greens! The Greens are coming! Ich muss schon beim ersten Mal so lachen, ey. Come on, men! Let's earn our keep! Time to show those greens the color of the storm! Warm her up! I want to hear her sing! Now! Squad 2, to the west! Squad 3, in position! Here they come! Schon so ein bisschen Steampunk-mäßig, ne? Okay. It's not enough. Unleash the storm now. So macht man das. Wir mittendrin. Schon fertig da hinten? Squad 1, take the south. Squad 2 to the west. Show them the might of the storm. We'll live through this. Ach, die kommen aus dem Boden raus. Mhm. War eigentlich die Mission recht einfach, nur verteidigen, bis dann irgendwann. Stopp! Oh, die halten gut was aus, ey. Zähe Viecher. Jeha! Mal rüber hüpfen hier. Oh! Warum jetzt?
Hier kommt der nächste. Bosskampf. MP, mach's alleine, ja, alles klar, ich ruh mich aus. Oh, du hast eingefroren. Ja, cool. Schon betäubt gewesen. Raus aus dem Strahl! Oh, Movement-Krüppel. Ich brauch mich doch ja gerade. Was an tausend andere. Ich gucke also hin, tick, 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 und er bleibt stehen, ey. Ich hab eine Scheiße. Oh, mein neues. Ich hab ein neues Schwert. Oh, ein Zweihänder, Alter. Guck dir das Ding mal an, ey. Ja, Hammer. Ich hab einen Stab. Aber den kannst du nicht aufheben hier, ne? Weiß es nicht. Guck nur wissen, ich hab grad rausgeworfen. Ne, geht nicht. Nein, geht nicht, geht nicht. Schade. Naja, okay, so. Who the hell are you, soldier? Just a messenger. Some messenger you are. What's the message then? That the reinforcements are coming soon. Impeccable timing. Take their sweet time as we get hammered. We won't hold for much longer if they don't get here soon. There's more. Your orders are to stand your ground at any cost until they arrive. Are you serious? My men's morale is hanging by a thread. Their friends are dead. They are famished, wounded. We have one cannon that barely works and little to no arrows left. What am I to do? Those buffoons are sentencing us to death for no reason. We won't withstand the next bloody assault. You won't have to. Oh yes, and why is that? I'm taking the fight to them. Don't be ridiculous. Watch me. Vertrau uns! So, oh, gleich zwei Level, Alter. Level kriegt eben zwei Stück. Zwei Stück? Oh ne, wenn ich dann. Glaube ich, muss ich Zähigkeit höher kriegen. So. Wo haben wir denn hier? Mal hier oben, Prätorianer, königloser Aegis. Brauch ein Schild, ich brauch ein Schild. Ich geh mal kurz in die Stadt. Nur was verkaufen und ein Schild kaufen. Dann ist das große Schwert nämlich auch gleich wieder weg, leider. Nein, zurückkaufen. Auch mal P, ne? Wie bitte? Auf P muss ich gehen, ja. Dann kann ich mir jetzt ein Schild kaufen. Schild. Jetzt will der mich verarschen, Alter. Jetzt hat er dieses Schild für 500 nicht mehr drin, sondern für 856 und. Kackvogel, Alter. Für 49. So eine Scheiße, Mann. Okay, gehst jetzt zurück. So, ich komme. Ja, warte. Bin da. Beziehungsweise, Benny, ich mach jetzt Feierabend. Aber hindert dich ja nicht daran, weiterzuzocken. So. Können wir einmal ganz kurz hier nebeneinander stehen? Ich mit meinem Riesenprügel in der Hand hier. Riesenprügel. Hashtag Riesenprügel. So. Ja. Danke, dass du mitgemacht hast. Ja. Auch wenn es jetzt kurz ist, aber ich werde jetzt noch ein kleines Serien. Dings an irgendwas, ja, irgendwas gucken und dann schlafen. Soll ich jetzt noch, Zock ruhig! Zock ruhig, du musst ja jetzt ja? Hier nicht. Ja, klar.
den Natscha machen oder mit dem weitermachen oder wie was? Und mir ist wurscht. Mir ist wurscht. Mach wie du willst. Alles cool. Das nächste Mal, dass ich streame, ist wahrscheinlich sowieso der Sonntag. Okay. Von daher, alles cool. Weil muss ja auch nicht zusammenhängend sein. Also wenn ich jetzt dann zwischendurch so ein bisschen zocke oder sowas, ist ja scheißegal. Ja. Ist ja kein Let's Play. Ja, stimmt auch, ja. Von daher, alles gut. Ja, ich denke mal, wir zocken die Woche bestimmt nochmal irgendwie zusammen. Dann, ohne Stream. Ich ja, fand's cool. Ich fand's cool, dass hier zwischenzeitlich zumindest 5 Zuschauer dabei waren. Ja, Hammer, ne? Ja. Auch wenn es nur 5 Minuten waren. Aber egal. Ja. Oh, ich mache hier Schleichwerbung mit meinem T-Shirt. Ja, dann würde ich sagen, danke für diejenigen, die sich das im Nachhinein noch angucken. Und ich wünsche eine gute, geruhsame Nacht. Tschüss. Na. Würdest du auch noch ein paar Abschiedsworte sagen? Ja, das war wie immer ein innerliches Blumenpflücken. Bis zum nächsten Mal. Alles klar. Ciao.